Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von EdgeTX oder OpenTX Weekly. Diesmal wird es relativ kurz, denke ich. Allerdings weiche ich von meiner Grundregel ab, dass die Videos nicht geschnitten werden. Ich werde es auch nicht schneiden, ich werde es nur zusammensetzen aus zwei Hälften. Die erste Hälfte besteht darin, sich den momentanen Innenaufbau von der RadioMaster hier mal anzuschauen. Ich versuche das mal ein bisschen besser unter die Kamera zu kriegen. So. Genau, dann gucken wir mal, was da jetzt alles drin ist. Und ich habe ein bisschen aufgeräumt, deswegen ist das vielleicht besser zu erkennen. Also hier oben habe ich zwei Inkrementalgeber verbaut. Die habe ich momentan im sogenannten Analogmodus laufen. Sie produzieren also entsprechend der Position. Man kann sie also beliebig oft rumdrehen. Eine Spannung wie ein Poti und man kann sie also auch drücken. Sie haben eine Tastfunktion und weil das bei der RadioMaster so schön vorbereitet ist, habe ich die also dann hier auf X1 und X2 gelegt, jeweils mit dem analogen Poti und der Tastfunktion. Gut, dann habe ich hier ein Bluetooth-Modul eingebaut. Und das habe ich so ein bisschen hochgesetzt. Das ist etwas abenteuerlich. Ich werde da immer sehr belächelt, dass das dann vielleicht doch irgendwann mal abfällt, wenn man die Fernsteuerung benutzt. Nein, das tut es nicht. Es hält schon sehr lange. Allerdings habe ich hier an dem TX-Ausgang der seriellen Schnittstelle noch eine Diode verbaut. Deswegen, weil das Bluetooth-Modul leider sich nicht komplett disablen lässt, also abschalten lässt, wenn der Enable-Pin, der hier auch angelötet ist, wenn der auf High geht, das blockiert dann die zweite serielle Schnittstelle, also AUX 2. Das ist ein bisschen schade, dass das nicht berücksichtigt worden ist. Abhilfe ist eine kleine Diode, dann hat man sozusagen eine elektrische Oder-Verbindung für das serielle Signal. Wer das wissen will, der soll mich doch kurz mal direkt anschreiben. Ist also ganz einfach. Ansonsten ist es das Original FR-Sky Bluetooth-Modul. Gut, das war die Geschichte. Dann haben wir hier noch einen Zusatz eingebaut. Da steckt sich ein kleiner Controller und wie man sieht, ist der hier auch an diese Schnittstelle angelötet, also Bluetooth und dieser Controller sind an derselben Schnittstelle angelötet. Nach demselben Prinzip, also entweder ist der aktiv oder der aktiv, beide aktiv, macht keinen Sinn. Es passiert elektrisch nichts Schreckliches, aber es gibt natürlich Datenkuddelmuddel auf den entsprechenden Leitungen. Und wenn beide abgeschaltet sind, dann kann man diese Schnittstelle auch extern hier nach wie vor benutzen. Die andere serielle Schnittstelle, die habe ich freigelassen, denn da wird ja dann die Senderpult-Elektronik angeschlossen. Die liegt hier auch noch rum. Also das ist dieses hier. Upsala, jetzt packt das da schon dran mit den beiden Space-Mäusen. Das kennt ihr schon. Da haben wir hier die Verbindung und so weiter und so fort. Hatte ich schon mal ein Video für gemacht. Ist jetzt nicht das Thema heute. Gut, ja, wozu wird dieses Ding gebraucht? Nun, das wird gebraucht für die Stick-End-Schalter, die es ja auch noch gibt. Ich habe hier die Sticks eingebaut. Die haben hier einen Taster, beide, der auch, und haben einen Endschalter. Hier habe ich einen 3-Positionen-Endschalter mal genommen. Hier ist es nur ein 2-Positionen-Endschalter. Letztendlich, wenn das auch 3 Positionen wäre, hätte man 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schaltfunktion, so habe ich jetzt nur 5. Gut, das wird hier an diesen Controller geleitet und der Controller ist, wie gesagt, hier angeschlossen und liefert ein lokales Telemetriesignal an die Fernsteuerung, um diese Schaltpositionen einzusteuern. Das mache ich jetzt nicht über ein Trainersignal, weil ich mir den Trainer-Input ja freihalten möchte über die andere Schnittstelle für das Sendepultmodul, wo ja 32 Kanäle und 64 Schaltfunktionen eingespeist werden können. Und da die Anlage ja sinnvollerweise nur ein Trainersignal entgegennimmt, wird das hier über eine lokale Telemetrie gemacht. Ja, das und dann sieht man hier noch eine Schnittstelle, die habe ich dann auf die Magnetverbinder hier gelegt. Das ist
die Schnittstelle zum Programmieren, zum Flashen. Mir war es dann zu blöd, immer über USB zu flashen, auf die SD-Karte zu kopieren und alle möglichen Sachen im Dialog zu bestätigen. Deswegen mache ich das hier mit dem Programmieradapter. Den kann ich dann hier einfach draufstecken und dann kann ich die Anlage bequem flashen mit neuer Firmware. Gut, das braucht nicht jeder, aber das ist für mich ganz praktisch. So, an der Stelle mache ich jetzt gerade mal Schluss, setze die Anlage so halbwegs zusammen und dann gucken wir uns das in der Bedienung noch mal kurz an. Ja, weiter geht's. Ich habe die Anlage jetzt zusammengebaut und gestartet. So, das erste sind jetzt mal die Inkrementalgeber. Das wollte ich euch zeigen. Die habe ich jetzt hier auf die Mischer 19 und 20 gelegt. Da sieht man also hier Ext1. Und das war der falsche. Kann man also hier dran drehen. Und das Ding ist jetzt nun im zirkulären Modus programmiert. Das heißt, wenn ich hier über die Endstellung hinausdrehe, springt er praktisch auf die andere Seite. Also praktisch zirkulär geht er wie im Uhrzeigersinn durch die gesamte Skala. Und der Taster dazu ist dann SI. Den habe ich hier unten auch mal eingebaut. Man sieht es ganz unten. Und wenn ich da drauf drücke, habe ich das einfach so gemacht. Ich meine, dann ist klar, wenn der SI in die andere Position geht, dann ist der Mischer aus und der Mischerwert springt auf 0. Das sieht man dann hier. Also der Taster geht auch. Und bei dem anderen brauche ich kaum vorzuführen. X2 ist es natürlich dann genauso. Oder ich gehe mal in den Kanalmonitor. Auf Kanal 20 sieht man dann hier unten. Ist jetzt auch im Rundlaufmodus, im zirkulären Modus. Kann man aber auch in den normalen Modus schalten, sodass er also praktisch anhält an der Endposition. Das macht man, indem man draufdrückt, während man die Anlage einschaltet. Dann springt er in den nächsten Modus. Es gibt drei Modi. Einmal den wie hier gezeigten zirkulären Modus, einmal den POTI-Modus, wie ich das nenne, sodass man also nicht über die Endlage hinauskommt, und einmal den Geschwindigkeitsmodus. Dann ist der Ausschlag hier proportional zur Drehgeschwindigkeit. Ja, und das andere waren die Schalter, da hier von den Knüppeln. Da habe ich gesagt, die sind als Telemetrie zur Verfügung. Das sieht man hier. Da gibt es also im Moment 6 Telemetriewerte. Do-it-yourself 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der sechste, wie gesagt, der sechste Schalter ist nicht da. Deswegen wird er hier auch nicht übertragen. Wenn ich jetzt hier schalte, dann habe ich hier bei Do-it-yourself 1 habe ich dann die Werte 0, 1 und 2, je nachdem in welcher Position ich bin. Und dann bei diesem Schalter hier, das ist Do-it-yourself 3, das ist ja nur ein 2-Positionen-Schalter, also 0 und 1. Dann haben wir noch den Taster, das ist dieser hier, 0 und 1. Und dann haben wir den anderen Taster noch, das ist Do-it-yourself 2, 0 und 1. Und wer sich hier oben drüber wundert, über Do-it-yourself 5, da sieht man, dass das gewissermaßen eine Kombination, eine binäre Kombination aller Bits dieser Schalter dann darstellt. Gut, die anderen Telemetriewerte, die sind gerade jetzt nicht aktiv, weil der Empfänger nicht an ist. Wenn ich den Empfänger jetzt anmache, so, jetzt ist der Empfänger an, dann ist alles aktiv. Auch diejenigen Sachen, die vom Empfänger auskommen. Und die Do-it-yourself 1 bis 5, das sind die lokalen. Okay, das war mal das kleine Update dazu. Ich glaube, mehr Funktionen innerhalb der TX16S kann man nicht unterbringen, was natürlich noch möglich ist. Da gab es ja schon mal ein Video dazu. Ist mit Hilfe des Senderpuls oder der Senderpult-Elektronik
das nochmal auszubauen. Wie gesagt, beide Space-Mäuse zusammen sind schon 12 Kanäle. Jede Space-Maus hat 6 Kanäle. Die kann man theoretisch jetzt auch in Aktion setzen. Ich kann es ja mal kurz anschließen. Einmal brauchen wir Masse, einmal brauchen wir Plus und einmal brauchen wir Signal. So, und dann gucken wir mal im Kanalmonitor. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte den Kanalmonitor aufrufen. So, ja, da haben wir hier diese Space Maus, also draufdrücken. Zum Beispiel ist Kanal 2, ziehen, drehen haben wir Kanal 5, nach vorne schieben Kanal 3, in die andere Seite. Also da haben wir die 6 Kanäle und bei dieser Space Maus die tut es gerade nicht. Vielleicht ist der Anschluss hier, weiß ich jetzt nicht genau, die sollte auf den anderen Kanälen erscheinen. Tut sie gerade nicht. Wahrscheinlich habe ich hier die nicht richtig angeschlossen. Schülersignal verloren. Schülersignal wiederhergestellt. Ah, jetzt geht sie. War wahrscheinlich eben mit der Kabelei ein kleines Problem. Okay, soweit dazu. Das war das kleine Update. Maximaler Ausbau der Radio Master TX16S. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.